Alter, richtig abfuck. Christian, Kevin, es ist soweit. Für einen von euch ist es nun Zeit, Abschied zu nehmen. Ihr seid beide weit gekommen. Hättet das Ziel erreichen können, wärt ihr nicht nominiert worden, müsstet ihr euch heute nicht dem Urteil der Zuschauer stellen. Müsstet nicht erfahren, wen von euch beiden sie lieber weiter hier sehen möchten und wen nicht mehr. Kevin, erinnerst du dich noch an die Bewohner, die als Erste gehen mussten? Ja. Alle. Christian, wenn du heute gehen musst, wie schnell wirst du vergessen sein? Wie meinst du das? Gar nicht. Rein rhetorisch. Ach so, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Nicht schlimm. Kevin, hier bist du oft angeeckt. Wie fanden das die Zuschauer? Christian, gönnen dir unsere Zuschauer noch weitere Tage mit Maya? Das hast du verstanden, oder? Die Zuschauer haben entschieden, wer heute bleiben soll. Und damit steht fest, wer gehen muss. Christian, dich wollen die Zuschauer weitersehen. Kevin, verlasse jetzt den Container. Zieh durch, Brudi. Ich liebe dich. Oh, Junge! Bleibst du heute was? Oh. Lass dir den Lederpulli hier, ne? Oh, der ist für dich. Also. Ja. Danke für alles. Hörst du? Ja. Simon. Gezeigt. Bleib schramm. Grüße. Scheiße, ey. Ich kann zu lernen, wir sehen uns. Wir sehen uns alle wieder. Ja. Zieh durch hin. Ich warte trotzdem auf dich. Okay? Nee, Mann. Wir warten auf dich, ja.
warte draußen auf dich, Bruder. Sag das, ja. Sag, sagst du dir alles, ne? Mach. Ja? Ist gut, sagst du dir alles. So, Leute. Mach's gut. Oh. Habt eine schöne Zeit. Seid lieb zueinander. Seid alles tolle Menschen. Wir sehen uns. Wir sehen uns alle wieder. Tanja, mach ich sowieso. Ciao. Du bist. Mach's gut. Bleib stark. Bleib stark. Da hör. Mach's gut. Hi. Komm her. Schön, dich zu sehen. Ja. Wahrscheinlich wärst du gerne noch ein bisschen länger drin. Natürlich, geblieben, auf jeden Fall, definitiv. So viele Tränen glaub ich noch nie. Wie sehr wird dir denn Matteo fehlen? Sehr, ja. Matteo wird mir auf jeden Fall sehr fehlen. Definitiv, ja. Du hast hier und da gedacht, dass deine Mitbewohner vielleicht hier und da taktieren oder einen Plan haben. Was war denn dein Plan? Ich hatte keinen Plan. Ich wollte eine schöne Zeit haben, die hatte ich. Es war mehr als die Hälfte, deswegen kann ich auf jeden Fall zufrieden sein. Ja. Was nimmst du denn am meisten mit aus der Zeit? Was hast du gelernt über dich vielleicht auch? Ja, was meine Probleme sind, was meine Stärken auch sind. Und ich weiß ganz genau, woran ich arbeiten muss. Ja. Und das ist die Erkenntnis, die ich hier gewonnen habe. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzugucken. Wir sehen uns auf jeden Fall zum Finale wieder. Alles Gute dir. Ja. Ja. Kevin, danke schön.